Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie, bevor ich zu der Debatte hier komme, will ich Ihnen schon sagen, wir reden hier, Herr Bernd, Herr Dr. Bernd, Sie reden hier von Zahlen, Sie reden von Quotienten, Sie erklären immer wieder, der Coronavirus wäre nicht so schlimm wie die Influenza oder genauso schlimm wie die Grippe. Sie behaupten dann Dinge, Sie nehmen sich dann halbe Zitate und nehmen sich Studien, holen sich aber nicht die Widerlegung der Studien oder weitere Meinungen der Studien. Und das zeigt doch, dass es Ihnen nicht um die Menschen in diesem Land geht, dass es Ihnen auch schon lange nicht um die Freiheit geht und um Grundrechte in diesem Land geht, sondern Sie wollen von Anfang an in dieser Pandemie Unsicherheit schüren. Unsicherheit schüren, um möglichst viele Menschen in ihre Richtung zu treiben und nicht diese Pandemie zu bekämpfen und nicht die Menschen zu schützen. Sie beweisen auch heute jetzt schon, dass Sie ein Totalausfall sind. Sie wollen die Politik von Donald Trump machen und die Zahlen, die können Sie natürlich jetzt wirklich nicht bestreiten, die dort stattfinden. Deswegen hören Sie auf damit, beschäftigen Sie sich tatsächlich mit Lösungen statt mit den Parolen, die Sie hier immer wieder loslassen. Es gibt jemanden, einen 30-Jährigen, der hat in den USA sich auch nicht an Corona geglaubt, so wie Sie. Der ist zu einer Party gegangen, ist an Corona erkrankt und ist dann gestorben. Der hat vor seinem Tod gesagt, dass er einen schweren Fehler gemacht hat. Kurz darauf starb er. Die Einsicht in die Realität für diesen Mann kam zu spät. Ich hoffe, dass die Einsicht bei Ihnen früher kommt, Herr Dr. Bernd. Und heute Morgen wurde bewiesen, das RKI meldet 18.700 Neuinfektionen an einem Tag. Die Pandemie hat unser Land fest im Griff. Die Infektionszahlen steigen rasant und die allermeisten Regionen in Brandenburg sind mittlerweile Risikogebiete. Zum zweiten Mal stehen wir vor einem Lockdown, der unser gesellschaftliches Leben in weiten Teilen zum Erliegen bringen wird. Wir waren, und ich sage das ganz deutlich, wir sind uns einig, dass wir diese Pandemie gemeinsam bekämpfen müssen. Uns allen war dabei klar, dass wir Mittel und Maßnahmen ergreifen müssen, um Menschen zu schützen. Wir müssen verhindern, dass nach diesem Wellenbrecher-Lockdown, wie Herr Woidkes vor einigen Tagen genannt hat, uns kein Tsunami der sozialen Not droht. Nur gemeinsam können wir durch diese Krise kommen und nur gemeinsam können wir Vertrauen und Solidarität schaffen. Denn in dieser Zeit geht es doch nicht nur um Gesundheit, sondern um viel mehr. Ja, diese Krise ist in erster Linie eine Gesundheitskrise. Sie führt uns schmerzlich eines vor Augen, nämlich unser Gesundheitswesen steht auf tönernen Füßen. Massive Unterfinanzierung bei der Pflege, Personalnot, massiver Druck. Sie kennen diese Stichworte. Diese Krise zeigt sehr deutlich, die Profitorientierung im Gesundheitsbereich führt uns in eine bedrohliche Sackgasse. Es darf nicht darum gehen, ob sich ein Krankenhaus, eine Pflegekraft, ein Bett oder sogar ein Patient rechnet. Damit muss jetzt endlich mal Schluss sein. Die besonders schlauen Debatten über die Schließung jedes zweiten Krankenhauses, auch hier in Brandenburg oder deutschlandweit, muss endlich dahin, wo sie hingehört. In die Mottenkiste irgendwelcher Spekulanten, aber nicht mehr in die öffentliche Debatte. Wir brauchen öffentliche Krankenhäuser, die sich nicht an Profiten orientieren, sondern ausschließlich an der Gesundheit der Patientinnen und Patienten und die auch den Beschäftigten in der Pflege endlich gute Löhne zahlt. Und Herr Ministerpräsident, wenn Sie sich über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst freuen, dann freut es mich, dass Sie sich freuen. Das Problem ist nur, dass in Brandenburg zwei Krankenhäuser unter dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes liegen. Deshalb lassen Sie uns auch in der nächsten Zeit unsere gemeinsame Kraft dazu nutzen, um möglichst alle öffentlichen Krankenhäuser und auch alle weiteren Krankenhäuser endlich in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zu organisieren. Da gehören Sie hin. Das bedeutet gute Löhne und bedeutet auch wirklich, dass aus dem Applaus aus dem Sommer auch etwas folgt. Die aktuellen Debatten zeigen aber auch eine zweite Dimension. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Vertrauenskrise in die Demokratie. Und ich mache das mal an dieser Sitzung hier heute deutlich. Es ist gut und richtig, dass dieser Landtag heute zusammengekommen ist. Aber meine Güte, was für ein Chaos. Mehr Haruck ging jetzt mal wirklich nicht, oder? Wir wussten, hat jetzt der Ministerpräsident, die Landesregierung die Sitzung beantragt, die Koalitionsfraktion beantragt. Aber schön, dass wir uns jetzt hier treffen. Seit bei 4 Wochen
haben wir nun Vorsicht, Kollege Stohn, sonst reden wir mal über den Antrag zu dieser Sondersitzung. Da fehlt bis jetzt immer noch eine Begründung für diesen Antrag. Also alles gut. Seit bald 4 Wochen haben wir nun ein rasant zunehmendes Infektionsgeschehen. Seit 3 Wochen sind Kanzlerin und Ministerpräsidenten wieder am Verhandeln über neue Einschränkungen. Seit Tagen war klar, dass diese Woche wohl ein neuer Lockdown, in welcher Form auch immer, verabschiedet wird. Aber erst nach der Verkündung des Ganzen, lieber Kollege Stohn, nach der Verkündung des Ganzen fällt Ihnen auf, Mensch, da könnten wir doch mal im Parlament drüber reden, drüber debattieren. Guten Morgen, Herr Stohn, schön, dass Sie auch endlich aufgewacht sind. Dafür werden Sie aber von uns keine Danksagung erwarten. Das hier, diese Sondersitzung, ist eine Selbstverständlichkeit in der parlamentarischen Demokratie und sollte auch weiterhin eine Selbstverständlichkeit sein. Wir wundern uns schon länger, warum die demokratisch legitimierten Parlamente keiner mehr bei irgendwas fragt. Wo leben wir denn eigentlich? Dass gravierende Einschnitte in Grund- und Freiheitsrechte auf einmal nicht mehr dort besprochen werden, wo die Debatten in einer Demokratie hingehören, nämlich in die Parlamente und nicht in die Videoschalte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir müssen wirklich aufpassen, welches Bild wir hier abgeben als Politik, denn eines muss uns doch klar sein. Wenn der Staat in die Grundrechte und eben auch Freiheiten seiner Bürgerinnen und Bürger eingreift, noch dazu so massiv, wie es hier gerade wieder geschieht, dann hat er eine Bringepflicht. Und der komme ich als Staat nach, indem ich Transparenz herstelle, Öffentlichkeit suche und das Ganze nachvollziehbar begründe. Sie allerdings tun so, als wären die Bevölkerung und im Übrigen auch wir als Abgeordnete in einer Hohlschuld. Und selbst kritische Nachfragen oder den Wunsch nach Debatten empfinden Sie noch als anmaßend oder gar als Angriff. Ich sage Ihnen aber eines, mit Alibi-Veranstaltungen werden wir dieser demokratischen Legitimation nicht gerecht. Und Herr Stohn, hören Sie jetzt zu, bitte. Wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und davon reden, dass Sie einen Gesetzentwurf erarbeiten wollen, um die Einbindung des Parlaments sicherzustellen, dann kann ich Ihnen gerne helfen. Vor einem halben Jahr lag diesem Haus genau deshalb ein Gesetzentwurf unserer Fraktion vor. Stichwort Infektionsschutzbeteiligung. Vielleicht erinnern Sie sich, in diesem hat meine Fraktion Vorschläge gemacht, wie wir genau solche Debatten führen und dann auch Entscheidungen treffen können. Und zwar gemeinsam. Es war Ihre Landesregierung, die uns vor einiger Zeit belehrte, dass eine solche Beteiligung gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Entwürfe der Corona-Verordnung erreichten uns deshalb gar nicht oder erst am Tag vor der Beschlussfassung des Kabinetts. Das Parlament verkommt damit zu Abnickern von Regierungsentscheidungen und das dürfen wir gemeinsam nicht zulassen. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. Stimmen Sie unseren seit Mai vorliegenden Gesetzentwurf für ein Infektionsschutzbeteiligungsgesetz in der nächsten Woche im Hauptausschuss zu und machen Sie damit endlich den Weg frei für Beteiligung des Parlaments. Das Votum der Verfassungsrechtler, lieber Kollege Redmann, übrigens in der Anhörung war damals schon ohne Wenn und Aber für unseren Gesetzentwurf. Und ich sage Ihnen es auch, die Parlamentsbeteiligung ist deshalb wichtig und deshalb haben wir auch keine Zeit mehr zu verlieren, denn Ihnen wird es genauso gehen wie mir. Herr Stohn hat es schon dargestellt, auch er führt Gespräche, viele andere von uns führen Gespräche und ich sage Ihnen, wir merken doch, dass es auch vor diesen jetzigen Maßnahmen Gesprächs- und Erklärungsbedarf gibt. Da gibt es viele Fragen. Warum ist denn Profisport erlaubt oder Vereinssport gerade für Kinder und Jugendliche verboten? Berlin hat übrigens gestern entschieden, hier eine Ausnahme zumindest für Kinder und Jugendliche zu erlassen oder für Kinder zu erlassen. Darüber sollten wir wenigstens, oder ich kann ja nur darum bitten bei der heutigen Parlamentssitzung, dass das Kabinett auf seiner heutigen Sitzung bitte darüber nachdenkt, wenigstens den Kindern in diesem Land die Freiheit zu geben, doch sich frei zu betätigen, sportlich zu betätigen in der Freizeit. Das wäre tatsächlich angemessen und das Mindeste auch nach der schweren Zeit im Frühjahr. Oder warum werden diejenigen bestraft, nämlich die Restaurantbetreiber, die monatelang penibelst alles umgesetzt haben, was die Politik von ihnen verlangt hat? Plexiglasscheiben, Mundschutz, kontaktlose Speisekarten und so weiter und so fort. Warum sagen wir genau denen jetzt, dass sie ihre Lokale sofort und völlig alle Lokale schließen müssen? Waren alle Kosten und Mühen umsonst? Das Gleiche bei Theatern, Galerien oder Konzerthäusern. Die haben wahnsinnig viel zur Sicherung der Hygiene getan. Sie sind nicht als Infektionstreiber bekannt. Warum
müssen sie schließen. Wir können doch nicht alle Menschen, Herr Redmann, warten Sie kurz, lassen Sie mich ausreden, dann kommen, verstehen Sie es auch. Wir können doch nicht alle Menschen für 4 Wochen von kultureller Teilhabe völlig ausschließen. Wie erklären Sie denn, dass man nicht im Kino oder Theater sitzen darf, sich in der Shopping Mall mit vielen anderen Menschen aber tummeln darf? Sehr geehrte Damen und Herren, ganz ehrlich, auf diese Fragen habe ich keine wirklichen Antworten und mir scheint sie auch nicht. Damit Sie mich jetzt hier nicht falsch verstehen, wir halten Maßnahmen für absolut notwendig, wenn es darum geht, potenzielle Risikokontakte zu reduzieren, aber Verunsicherung, Frust und Verzweiflung sind doch vorprogrammiert. Und Sie tun so, als ob es die letzten acht Monate nicht gegeben hätte, nicht die bereits gemachten Erfahrungen. Und es ist dann wenig hilfreich, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, bei allem Respekt, dass Sie dann sich hier hinstellen und nichts weiter machen, als Maßnahmen vorzulesen und dann wie im April schon auf die Solidarität gehofft haben und gesagt haben, bitte habt Vertrauen, das reicht dann eben nicht mehr aus. Wenn wir den Menschen nicht erklären können, warum der Staat jetzt das eine oder das andere verbietet, dann werden wir zwangsläufig die Akzeptanz all dieser Menschen verlieren. Und diese Fragen sind da. Und diese Fragen relativieren dabei nichts. Aber sie müssen gestellt werden dürfen und darüber müssen wir diskutieren in den kommenden Wochen. Sie fangen wieder an, allen jetzt zu versprechen, dass ihnen geholfen wird. Auf jeden Fall ohne Ausnahme und sofort. Richtig so. Wer Freizeit und Kultur dicht macht, muss auch für Ausgleich und Hilfen sorgen, so wie Sie es auch schon im Frühjahr versprochen haben. Fällt Ihnen was auf, meine Damen und Herren? Da kommen wir nämlich an einen weiteren Punkt. Wenn Sie von Verständnis und Vertrauen reden, dann frage ich Sie ehrlich, woher sollen einige Menschen dieses Vertrauen in Sie, liebe Koalition, und in die Landesregierung nehmen? Sollen die Solo-Selbstständigen, die Künstler oder Eventtechniker vertrauen, denen sie versprochen haben zu helfen und dann allesamt im Regen stehen lassen haben? Während man den Großkonzern ohne mit der Wimper zu zucken Milliarden in den Vorgarten geschmissen hat und sich die Chefs jetzt mal noch Millionenboni auf Steuerzahlerkosten finanzieren? Sollen ihnen die Menschen in systemrelevanten Berufen vertrauen, die bis heute auf den Startschuss für den höheren Vergabemindestlohn warten? Sollen ihnen die Pflegekräfte vertrauen, die sie mit viel Balkonapplaus gedankt haben und sie am Ende nicht mal dazu bereit waren, denen eine Prämie zu zahlen? Sehr geehrte Damen und Herren, wir wussten doch, dass es im Winter schwierig wird. Wir wussten doch, dass wir es im Herbst, Winter diesen Jahres auch in Deutschland mit einer zweiten Welle zu tun bekommen. Und ich frage Sie, was hat diese Regierung getan, um sich darauf vorzubereiten? Welche Maßnahmen wurden konkret ergriffen, um einen zweiten Lockdown abzuwenden? Und wenn er unvermeidlich wird, wie wir ihn als Gesellschaft ohne größere Schäden bestehen können? Damit kein zweites Mal die Lebensgrundlage unzähliger Menschen in diesem Land auf der Kippe steht. Und für nicht wenige ist es dann endgültig und dann muss ich feststellen, es ist zu wenig. Obwohl der Bund schon vor Monaten umfangreiche finanzielle Mittel für die digitalen Endgeräte in der Schule zur Verfügung gestellt hat, sind sie bei der Mehrheit der Bedürftigen, lieber Kollege Stohn, nicht angekommen. Schulung für Lehrkräfte, digitale Lehrinhalte, Lehrkonzepte, Fehlanzeige. Und wenn Sie jetzt sagen, wir wollen die Digitalisierung ganz schnell vorantreiben, dann empfehle ich Ihnen mal, in einer Grundschule in Bad Freienwalde anzurufen, die in der letzten Woche die Nachricht bekommen haben, ja, sie werden ans Breitband angeschlossen. Und Herr Stohn, wann? Im Jahr 2023. Hier haben wir gemeinsam eine Aufgabe, dass wir Ihren Worten Taten folgen lassen. Wir helfen da gerne mit, aber das kann tatsächlich nicht die Realität sein in diesem Land. Wo sind die Luftfilter in den öffentlichen Einrichtungen, die kostenlosen Masken, die Plexiglasscheiben, die CO2-Ampeln? Wo sind die Sonderlehrpläne für den Fall neuer Schulschließungen? Der Masterplan für die Schulen nach 8 Monaten? Lüften. Wir erzählen den Schulen ernsthaft, sie sollen im Winter einfach öfter mal die Fenster offen lassen und die Schüler mit Mützen, Schals und Decken da sitzen. Was glauben Sie eigentlich, wie lange diese Schüler gesund bleiben und nicht durch andere Erkältungskrankheiten ausfallen? Wir haben, Kollege Redmann, zu all diesen Punkten Vorschläge erarbeitet. Vorschläge, die Sie oft nicht einmal diskutieren wollten. Bei all dem drängt sich mir zunehmend der Eindruck auf, dass diese Landesregierung über Monate, und es tut mir leid, über Monate nach dem Prinzip Hoffnung agiert hat. Dass uns diese zweite Welle doch schon irgendwie verschonen wird oder nicht so schlimm wird. Dass wir irgendwie besser durchkommen werden als andere. Irgendwie. Diese Hoffnung wurde nicht erfüllt, jetzt holt uns die Realität ein. Wir alle haben jetzt noch 4 Wochen Zeit. 4 Wochen Zeit, die Versäumnisse der letzten 6 Monate aufzuholen und uns gemeinsam Gedanken darüber zu machen, wie wir nach diesem Lockdown weitermachen. Diese Pandemie wird auch zu Weihnachten
Egal wie bunt die Adventszeit wird, wird auch zu Weihnachten nicht vorbei sein. Sie wird auch nächstes Jahr nicht vorbei sein. Sie wird uns lange, lange begleiten. Sie gehört zu unserer neuen Realität und wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir brauchen nach diesem Lockdown einen Plan B. Wir dürfen nicht in diesem Lockdown dieselben Fehler machen wie beim ersten Mal. Vertrauen schafft man nicht durch Reden allein, sondern indem man zu seinem Wort steht. Und da haben Sie als Koalition, wie wir aus dem Frühjahr wissen, noch ordentlich Luft nach oben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass diese Krise nicht alle gleich trifft. Es trifft vor allem diejenigen, denen es schon vorher schlecht ging und oft nicht wussten, wie sie mit ihrem Geld über die Runden kommen sollen. Wir können locker, ich habe Ihnen das auch im April schon gesagt, ich mache es heute ruhiger, wir können locker als Landtagsabgeordnete im Homeoffice sitzen. Wir können uns locker zurückziehen in unsere Wohnung, in unser Haus und bekommen 100% unseres Gehaltes pünktlich überwiesen. Jeden Monat ohne Probleme. Aber es gibt Menschen, die jeden Tag raus müssen, egal was Ministerpräsidenten beschließen, um ihre Zwei- oder Dreizimmerwohnung zu beschließen. Auch das dürfen wir nicht schon wieder aus den Augen verlieren. Und deshalb müssen wir gerade diese Existenzen schützen und dürfen das Vertrauen dieser Menschen nicht verlieren. Was ist jetzt zu tun? Um das Vertrauen nicht zu verlieren oder auch zum Teil ja zurückzuerlangen, brauchen wir soziale Sicherheit. Und hier können und müssen wir als Land, liebe Koalition, als Land etwas tun. Wir dürfen nicht schon wieder einfach nur auf den Bund warten und dann macht der Bund was und dann macht der Bund Fehler und dann sitzen wir hier wieder da und diskutieren, dann müssen Sie ständig reden, von mir wieder anhören. Das wollen wir beide Seiten, glaube ich, nicht. Ich sage Ihnen, was zu tun ist. Sie versprechen den Menschen nun, dass ihnen unbürokratisch geholfen werden soll, dass sie 70% oder 75% ihres Vorjahreseinkommens, also bezogen auf November, Oktober, erstattet bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum diskutieren wir eigentlich heute nicht darüber, was mit den restlichen 25% ist? Hier ist es Zeit für eine Ansage und lassen Sie uns doch gemeinsam nach Wegen suchen. Vielleicht machen wir als Landtag Brandenburg aus den 75% 80%, 90% oder sogar 100%. Das wäre das richtige Signal in dieser Zeit und so kann man vielleicht auch Fragen beantworten, die Gaststättenbetreiber haben, die Kultureinrichtungen haben, weil die fühlen sich am Ende frustriert und fühlen sich auch in der jetzigen Situation alleingelassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir brauchen auch Härtefallfonds. Wir brauchen auch Härtefallfonds für diejenigen, die jetzt völlig durchs Netz fallen. Was ist mit denjenigen, mit den Kleinkünstlern, mit den Kleingewerben, die vielleicht erst zu Beginn des Jahres ihren Laden voller Hoffnung aufgemacht haben und jetzt völlig hinten runterfallen? Deshalb brauchen wir auch einen Härtefallfonds. Und darüber bin ich wirklich froh, ich bin nicht überrascht, ich bin froh, dass Sie jetzt doch erkannt haben, dass die Kleinstbetriebe und Soloselbstständigen ein Problem haben in diesem Land. Das hörte sich ja in den letzten Landtagsdebatten irgendwie anders an. Aber schön. Ich sage Ihnen, ich habe hier sechsmal habe ich hier vorne gestanden und habe einen Antrag eingereicht, gemeinsam oder meine Fraktion hat einen Antrag eingereicht und Sie haben uns immer wieder erklärt, dass das unnötig ist. Jetzt haben Sie endlich ein Einsehen. Glückwunsch an die Grünen, Glückwunsch an die SPD, Kollege Bartel, Glückwunsch an die CDU, gerade an den Kollegen Bommert, Glückwunsch an dieses Einsehen. Also jetzt handeln. Jetzt handeln, das bedeutet jetzt handeln, lassen Sie uns gemeinsam das Unternehmergrundeinkommen über 1.180 Euro einführen. Bayern und Thüringen haben es in dieser Woche wieder getan. Es gibt keinen Grund mehr, das hier abzulehnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns dieses Signal aussenden, jetzt und sofort. Denn so schafft man Vertrauen. Und wissen Sie, gerade in den Bereichen, die wir gerade schließen, in der Gastronomie gibt es so viele prekäre Jobs und das wissen Sie auch. Über 30% der Beschäftigten in der Gastronomie und im Hotelgewerbe in Brandenburg haben 450-Euro-Jobs. 450-Euro-Jobs und prekäre Teilzeitbeschäftigung. Was passiert mit denen jetzt eigentlich? Da hilft auch keine Kurzarbeit, weil die fallen durch jede Kurzarbeiterregelung raus. Die fallen wieder in Hartz IV. Ich sage Ihnen, auch an dieser Stelle ist es deshalb richtig, um Vertrauen zu schaffen, dass das Kurzarbeitergeld erhöht werden muss, jetzt sofort auf 90% und ausgeweitet werden muss auf alle Jobs. Und so können wir dann Vertrauen schaffen und Sicherheit schaffen, weil es ist niemandem mehr zu erklären, dass wir das hier immer noch nicht getan haben. Und lassen Sie uns Einrichtungen unterstützen, die Menschen in Not helfen. Wir brauchen für die Tafeln Beratungsnetzwerke und das Ehrenamt, anders als Sie in Ihren Haushaltsplänen ja gerade noch vorhaben, da wollen Sie ja die Mittel fürs Ehrenamt streichen, brauchen wir einen Sozialfonds für die Unterstützung genau dieser Einrichtungen. Lassen Sie uns Teststrategien ausweiten für die Beschäftigten in Krankenhäusern, in Kitas, in Schulen und übrigens auch bei der Polizei, so dass wir da tatsächlich dafür sorgen, dass diese Menschen unter Sicherheit und Schutz gestellt sind. Lassen Sie uns einen Beirat einrichten, in dem wir über die Maßnahmen regelmäßig diskutieren können, die
die wir überprüfen können, gemeinsam mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass die Menschen keine Angst haben, wenn sie sich fragen, wer zahlt eigentlich für diese Krise. In dieser Krise werden nicht nur Menschen arm, sondern hier werden Menschen sehr, sehr reich. Amazon-Chefs, Tesla-Chefs, den kennen Sie ja, ist wahrscheinlich, die werden massiv reich. Die haben ihr Vermögen ums Vierfache gesteigert und deshalb, ich komme zum Schluss sofort, und deshalb sage ich Ihnen, wir brauchen ein Sozialstaatsversprechen. Es gibt keine Kürzungen in den nächsten Jahren auf Kosten der Menschen, die schon vorher weniger hatten. Es gibt keine Kürzungen bei Freiwilligenleistungen. Wir sprechen das Sozialstaatsversprechen aus. So gewinnt man Vertrauen, wenn wir konkret handeln. Und kommen Sie raus aus Ihrer Bequemlichkeit. Kommen Sie mit. Wir reichen Ihnen wieder einmal, das 10. Mal jetzt unsere Hand. Schlagen Sie sie nicht wieder aus. Vielen Dank. Thank you.